nicht schlecht. Aber vielleicht bleibt Fliegen doch noch schöner. Die dortigen Flugtage heben nämlich wieder ab. Am 25. und 26. August fliegen die Dittiger nicht nur zum 27. Mal, sondern auch zum 50-Jahr-Jubiläum vom Dittiger Flugplatz. Das haben die Flugtagbetreiber heute mitteilt und eine kleine Demonstration gemacht. Die zeigen wir Ihnen jetzt. Zum Abheben ist aus Telebasel Kulturmagazin Behind the Scenes am 19:30. Der Jean-Christophe Nigon hat den Schweizer Nationalkomiker Emil getroffen. Und an der Telebar begrüßen wir die Präsidentin von der Krebsliga, Jacqueline Burkhardt. Und jetzt Film ab vom Flugplatz Dittigen. Schöne Pfingsten und auf Wiedersehen.